In dieser Business Talk Podcast Folge haben wir uns überlegt, wir wollen ganz gerne mal die Mediziner, die wirklich mit dem Thema Corona innerhalb der ambulanten Versorgung zu tun haben, in die Sendung einladen, vor das Mikrofon holen. Wir haben vier unserer Podcast-Gäste, die wir bereits hier im Business Talk Podcast hatten, gebeten, ein Statement abzugeben und sie haben uns sehr gern geholfen. Wir haben das in zwei Teile aufgeteilt, damit wir nicht zu viel schneiden mussten und euch einen Einblick geben können in die Welt der ambulanten Versorgung während der Corona-Zeit. Anfangen wollen wir mit Dr. Carsten Nitschke und mit Dr. Igor Nemeth. Carsten Nitschke ist allen bekannt, sicherlich noch aus dem Podcast, der ist noch gar nicht so lange her, Firma Narconova, 5 OP-Zentren in Nordrhein-Westfalen im Bereich der ambulanten Versorgung, also ambulante OP-Zentren. Und Carsten Nitschke berichtet über die Absage natürlich von anfangs der elektiven Operationen. Er berichtet darüber, wie die Hilfe aufgebaut ist und was sie auch in der Praxis selbst bewirkt haben und wie sie sich selbst unternehmerisch geholfen haben. Sein Team und auch die Mitarbeiter. Und was sie tatsächlich alles unternommen haben, damit der Praxisbetrieb so schnell als geht weiter aufrechterhalten werden kann, denn er hat Verantwortung für über 100 Mitarbeiter. Dann spreche ich mit Dr. Igor Nemeth, Allgemeinmediziner, der mit seiner Frau gemeinsam eine Gemeinschaftspraxis führt und leitet, die eine, ja, und das ist wirklich sehr schön, ganz andere Sicht auf die Dinge bringen. Igor Nemeth beschreibt, wie das ist natürlich wirtschaftlich auf der einen Seite schwierig gewesen ist, aber auf der anderen Seite es auch zu einer Entspannung gekommen ist. Er hat eine Hausarztpraxis mit einer sehr hohen Scheinzahl und von daher, er sprach von einer teilweise Entspannung in dieser Situation, weil er eben raus aus diesem Hamsterrad gewesen ist und weil er eben diese Flut an Patienten in der Zeit insofern nicht hatte, dass er sich jedem Patienten wirklich widmen konnte und daher vielleicht auch ein paar Überlegungen angestellt hat, wie er das in der Zukunft in seiner Praxis gemeinsam mit seiner Ehefrau auch wieder verändern kann. Sehr interessant, die beiden Interviews. Wir werden in der nächsten Woche sofort eine weitere Doppelfolge für dieses Thema Corona-Update Praxis machen. Und zwar spreche ich dann mit einem Orthopäden in der Privatpraxis und mit einer jungen Medizinerin, die auch Podcasterin ist, aber dafür oder dazu denn in der nächsten Woche mehr. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse mit dem neuen Business Talk Podcast mit Dr. Igor Nemeth und Dr. Carsten Nitschke, mit dem wir jetzt anfangen werden, zum Thema Corona Update Praxis Erfahrungsberichte von Ärzten. Carsten, vielen Dank für den kurzfristigen Interviewtermin mit dir zum Thema Update Corona Praxis. Sag doch mal, ihr habt einen relativ großen Betrieb oder nicht nur einen relativ großen Betrieb, sondern einen großen Betrieb mit sehr vielen Mitarbeitern und mich interessiert, wie hat dich die Corona-Krise mitgenommen? Was habt ihr, ich sag mal, seit Mitte März erfahren und wie ist es euch in der Praxis ergangen? Ja, sehr gerne, Oliver. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir betreiben ja mehrere OP-Zentren in Nordrhein-Westfalen und so das allererste, was ich persönlich empfunden habe, war grundsätzlich erstmal eine Unsicherheit. Also mit dem Lockdown tatsächlich selber hatte ich so als erstes Szenario im Kopf, was passiert jetzt mit unseren ambulanten OP-Zentren? Gibt es irgendjemanden, eine Behörde oder irgendeine Institution, die morgen kommt und sagt, das muss geschlossen werden. Ich habe ja erfahren, was alles geschlossen war, was man nicht mehr durfte. Und da war schon so ein bisschen Unsicherheit, Sorge da, was passiert tatsächlich jetzt mit dem OP-Zentren. Am Ende haben wir erstmal weitergemacht, Nachrichten gehört und haben uns auch so ein bisschen informiert mit den Informationen, die dann kamen von den kassenärztlichen Vereinigungen, von den Gesundheitsämtern etc. und haben gesagt, okay, es betrifft erstmal unsere ambulanten OP-Zentren überhaupt nicht. Wir machen erstmal weiter. Ne? Mhm. Und dann kam ja im Grunde genommen auch die Information, dass Krankenhäuser sämtliche Elektiveingriffe runterfahren oder sozusagen gar nicht mehr durchführen, dann stellte sich erneut die Frage, ja, was machen wir denn? Weil fast alle Operationen in unseren OP-Zentren sind ja, sagen wir mal, weitestgehend elektiv, sind ja keine Notfalloperationen. Also war eine große Unsicherheit, die sich dann auch tatsächlich relativ schnell im Personal zeigte. Gar nicht mal so sehr im Rahmen, was passiert mit den OP-Zentren und kann ich morgen noch arbeiten, sondern tatsächlich
so eine Fragestellung, ja, die Schulfreundin meiner Tochter ist an Corona infiziert. Was ist mit mir? Also nicht die unmittelbare Kontaktperson. Das zeigte sich also so ein bisschen, die Kontaktpersonen müssen halt alle in Quarantäne. Und dann kamen also mehrfach die Anfragen aus den eigenen Reihen, ja, ich kenne da jemanden, den habe ich zwar nicht getroffen, aber der hat Corona. Und dann eben die Frage, wie geht man damit um? Jetzt habe ich das große Glück, glaube ich, dass wir im Unternehmen eine Hygienefachkraft beschäftigen und haben uns dann auch so ein bisschen mit den Vorgaben und Informationen des Robert-Koch-Institutes beschäftigt und konnten damit für uns selber relativ schnell festhalten, wir können weiterarbeiten, wir können die Mitarbeiter informieren, was müssen sie machen, wenn sie einen direkten Kontakt haben, was müssen sie nicht machen, weil dieser Kontakt sozusagen nur in der zweiten Generation war. Mhm. Also Tochter noch gesund, aber Freundin der Tochter erkrankt, heißt ja für die Mutter, die dann bei mir arbeitet, erstmal nichts. Also beobachten, Krankheitssymptome abwarten, aber weiterarbeiten. Da musste man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Also da war viel Diskussion und man war so ein bisschen verängstigt, aber ich glaube, so nach den ersten 10 Tagen trat so eine allgemeine Sicherheit auf, dass man damit doch ganz gut umgehen kann. Wir hatten tatsächlich 2 Urlaubsrückkehrer, die kamen dann aus Tirol. Die kamen tatsächlich, da waren ja, glaube ich, kurz Ferien davor, die kamen dann aus Tirol zurück. Das war so ein Klassiker, die kommen sonntags zurück, Montag ist der erste Arbeitstag, dann rufen die sonntags abends an. Ach übrigens, ich komme ja aus Tirol, was mache ich denn jetzt? Klar, dann haben wir waren 2 Mitarbeiter bei uns zeitlich etwas versetzt. Die haben wir tatsächlich in der 14-tägigen Quarantäne gelassen. Und das ist dann in der Regel eine Krankmeldung. Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht da, sind aber dann krankgemeldet. Ist ja keine angeordnete Quarantäne, sondern wir haben das als Sicherheitsmaßnahme gemacht. Wir mussten dann nach dem Urlaub nochmal 2 Wochen auf die Mitarbeiter verzichten. Das war eigentlich so die erste Phase. Und wir haben dann uns in diesen ersten Tagen auch tatsächlich jeden Morgen, ich glaube mal so gegen 11 Uhr, haben wir ein Meeting gemacht, ein Telefonmeeting mit meiner Hygienefachkraft und meinem Personalmanager, um tatsächlich die tagtäglichen Entwicklungen zu besprechen. Ja, was gibt's Neues? Wie müssen wir uns verhalten? Welche Vorkehrungen müssen wir treffen? Wie sind die Entwicklungen überhaupt? Relativ häufig im RKI nachgelesen, wie geht das mit medizinischem Personal? Da gab es ja auch gewisse Regelungen, wie medizinisches Personal dann sich verhalten muss, wenn es Kontakt gibt zu Corona-Erkrankten. Also es war informativ eine sehr intensive Phase, die aber dann so nach, ich würde sagen, 10, 14 Tagen auch so ein bisschen nachgelassen hat. Wir haben diese Webkonferenz auch, glaube ich, ungefähr 3 Wochen jeden Tag durchgehalten, haben uns ausgetauscht und haben dann auch mal eine Webkonferenz gemacht mit allen Mitarbeitern, um genau diese Informationen komplett an die Mitarbeiter weiterzugeben. Um alle Fragen nochmal zu beantworten. Wie muss ich mich verhalten? Wie schütze ich mich? Wann muss ich mich in Quarantäne begeben? Was ist überhaupt auffällig? Welche Krankheitssymptome gibt es? Also auch unter uns Ärzten und medizinischem Fachpersonal mussten wir das Thema wirklich komplett einmal durchscrollen, und um selbst auch so ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Wir haben dann einiges verändern müssen in den OP-Zentren. Das ging dann auch so nach und nach. Ein paar Dinge kamen sehr schnell. Patientenbefragung. Also wir fragen heute noch jeden Patienten, wenn er reinkommt, ob er irgendwelche Symptome hat. Fieber, Halsschmerzen, Husten, Atemnot. Wir hatten auch in den ersten 2 Wochen, glaube ich, 2, 3 Patienten, die dann auch gekommen sind und sagten, ja, ich habe seit dem Wochenende ein bisschen Temperatur. Die wurden konsequent aus dem OP-Zentrum verwiesen, wurden sofort isoliert, mit dem Operateur gesprochen. Sie sind dann auch sofort nach Hause geschickt worden. Und wir haben die tatsächlich am OP-Tag abgesetzt. Das war aber auch nur so in den ersten 14 Tagen, glaube ich. Und danach, glaube ich, ist man professioneller mit dem Thema umgegangen. Das Komische war, das war ja noch zu einer Jahreszeit, wo es noch klassische Erkältungskrankheiten vermehrt gab. Mhm. Es gab dann einfach die Leute mit ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen. Davon sind dann halt ganz wenige auch mal verschoben worden. Und das ging dann fließend über in die Phase Heuschnupfenperiode. So, jetzt kommen die Patienten natürlich in die OP-Zentren mit einer dicken Nase. Und die sagen dann, ja, habe ich aber immer. Ich habe das immer um die Jahreszeit. Wir haben jetzt Pollenflug. Und dann mussten wir da auch
lernen zu differenzieren und haben dann im Grunde genommen aber gesagt, okay, diese Patienten können wir hier verantworten, können wir machen, weil es eben dann doch klassischerweise eine allergische Reaktion ist mit Pollenflug, und die anderen eben mit Temperatur und klassischen Erkältungskrankheiten haben wir konsequent abgelehnt. Mhm. Wir haben die Maskenpflicht komplett im OP-Zentrum durchgesetzt, also auch das Empfangspersonal, zum Beispiel bei uns am Empfang, was ja klassischerweise nicht einen Mundschutz trägt, hat vom ersten Tag an quasi einen Mundschutz getragen. Das ist auch noch heute so. Also wir haben durchgehend Maskenpflicht, nicht nur im OP, sondern auch vorne. Nett war dann, dass tatsächlich auch eine Mitarbeiterin bei uns irgendwann anrief und sagte, so, ich habe mir mal ein Schnittmuster besorgt, ich brauche jetzt noch ein bisschen Stoff und ich nähe jetzt mal ein paar Masken. Das war schon die Phase, als es dann auch so ein bisschen eng wurde mit den Materialien, die man so braucht, um die Hygieneschutzmaßnahmen und die persönlichen Schutzausrüstungen überhaupt darstellen zu können. Da hat also eine Mitarbeiterin bei uns aus dem Aufwachraum, die hat tatsächlich Masken genäht. Das sind natürlich Stoffmasken. Der Tragekomfort ist jetzt für im OP nicht der allerbeste. Und wir haben das jetzt tatsächlich auch nur noch im Empfangsbereich. Es gibt ganz nette Masken, auch mit dem Firmenlogo drauf. Haben also auch ein bisschen genutzt für Eigenwerbung. Wir haben aber sozusagen vorgesorgt, indem wir relativ früh unsere Bestände an Masken, Kitteln, Desinfektionsmittel erhöht haben und sind dadurch die ganz harten Engpässe eigentlich sehr gut durchgekommen. Mhm. Wir haben die Anzahl Begleitpersonen reduziert im OP-Zentrum. Also Patient durfte abgegeben werden, Begleitpersonen wurden wieder rausgebeten. Wir haben diese Plexiglaswände aufgebaut, am Anfang tatsächlich wirklich Baumarkt. Ein paar Bretter gekauft, Plexiglasscheibe gekauft, selbst zusammengezimmert. Die haben wir dann jetzt nach ein paar Wochen mal ausgetauscht und wir werden die wahrscheinlich auch behalten. Also wir werden das stehen lassen. Mhm. Die sehen jetzt ein bisschen hübscher aus, also man sieht sie kaum noch, aber wir haben tatsächlich noch die Bretterwände gehabt in den ersten Tagen. Sahen ganz schrecklich aus, aber haben irgendwie dann doch ein gutes Gefühl gemacht und waren sicherlich auch ganz hilfreich. Mhm. Jetzt sind wir ja Anästhesisten. Wir haben uns noch mit den unmittelbaren Intubationssituationen beschäftigt. Also wir arbeiten ja beim Patienten direkt über Mund und Nase in gewissen Situationen der Narkoseführung. Da gab es auch so Tutorials, was man da machen kann, um solche Aerosolbildungen zu vermeiden, um das nicht einzuatmen. Wir haben die Mitarbeiter noch mit Schutzbrillen ausgerüstet und mit diesen Face Shield Masken. Also wir haben im Grunde genommen alle Register gezogen, um unsere Mitarbeiter und natürlich auch unsere Patienten zu schützen für mögliche Kontaktwege. Mhm. Mal so ein bisschen kurz in die Vergangenheit zurückgehen. Ja. Dieser erste Schock, der vielleicht auch gekommen ist, als es ja geheißen hat, du hast es gerade selber auch gesagt, die elektiven Operationen dieses Jahr soll man nicht machen. Ja, viele OP-Zentren oder einige haben dann auch gesagt, wir schließen beziehungsweise machen keine ambulanten Eingriffe mehr. Dann kam das große Thema, die Frage, bin ich richtig abgesichert, also Praxisausfall, dann kam der Schutzschirm, dann kamen die ganzen Themen wirtschaftliche Hilfen, Kurzarbeit und so weiter und so weiter. Inwieweit war das Thema bei euch? Genau in der Vielzahl der Themen war das tatsächlich auch für uns immer wieder ein Thema. Klar, diese Schutzschirme kamen. Müssen wir schließen? Nein, wir müssen nicht schließen. Machen wir weiter. Was passiert mit den Fallzahlen? Ich habe es sehr genau beobachtet. Ich kann es am Ende nicht auf den Punkt bringen. Wir haben, glaube ich, eine einzige Praxis über mehrere Wochen, 4, 5, 6 Wochen ambulant nicht versorgt. Das war ein medizinisches Versorgungszentrum, was allerdings einem Krankenhaus angeschlossen war. Also das Krankenhaus war Betreiber dieses medizinischen Versorgungszentrums. Und das Krankenhaus hat für sich entschieden oder hatte eventuell sogar die Auflage, die elektiven Operationen zu reduzieren. Und deswegen haben die ambulanten Operationen dieses MVZs eingestellt. Das haben wir gemerkt. Das war der Ausfall, den wir hatten. Mhm. Bei allen anderen Operateuren ging es natürlich weiter. Ich kann nicht genau sagen, ob jetzt zum Beispiel ein OP-Plan ursprünglich 6 Patienten hatte und davon vielleicht 1 oder 2 ausgefallen sind. Ich glaube, die wenigen, die ausgefallen sind, waren dann die Patienten, die für sich selber entschlossen haben oder entschieden haben damals in der Situation, nein, ich lasse mich jetzt lieber nicht operieren in dieser Phase.
Also es gab sicherlich ein paar Absagen, die waren jetzt bei uns aber nicht so entscheidend. So, natürlich stellt sich immer so die wirtschaftliche Frage, zum Beispiel, machen wir aus eigener Überzeugung vielleicht so ein OP-Zentrum zu? Da muss ich sagen, ist das natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, die extreme Auswirkungen gehabt hätte. Mir war das relativ schnell klar. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, eine freiwillige Schließung kam für mich gar nicht in Frage, weil wir hätten das wirtschaftlich sicherlich nicht ohne weiteres verkraftet. Etwas später hat sich ja auch herausgestellt, dass eine Schließung des eigenen OPs oder der eigenen Praxis finanziell nicht abgesichert ist, sondern die Gesetzeslage wurde ja relativ schnell klar, war ja so, dass man, wenn überhaupt, nur einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung hat, wenn das von übergeordneter Stelle angeordnet wird, also seitens Gesundheitsamt oder Behörde. Ja. Du meinst, von daher, das ist immer Infektionsschutzgesetz jetzt, ne? Genau, Infektionsschutzgesetz. Ne? Also von daher war das so, natürlich, es gab auch einen Mitarbeiter, der gesagt hat, können wir das noch verantworten, was wir hier machen? Also vielleicht die Frage der Verantwortung, können wir elektive Operationen im OP-Zentrum machen? Und ich habe das für mich mit Ja beantwortet, aufgrund der Informationen, die ich hatte, Robert-Koch-Institut, tägliche weitere Informationen. Ich habe gesagt, wir können das verantworten und eine eigene Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, wir machen jetzt mal eine Pause von 3-4 Wochen, war wirtschaftlich überhaupt nicht in Erwägung zu ziehen. Also hätte uns in arge wirtschaftliche Probleme gebracht. Von daher war das tatsächlich sehr intensives Thema. Im Nachhinein, glaube ich, war es aber auch die richtige Entscheidung, genauso weiterzumachen. Ja. Sag nochmal, wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Wir haben jetzt knapp über 100, tatsächlich knapp über 100 Mitarbeiter. Natürlich nochmal eine andere Nummer, bezogen jetzt auf Verantwortung, unternehmerisches Denken. Du hast gerade sehr schön gesagt, du hast von deinem Unternehmen gesprochen, nicht von deiner Praxis. Also alles das, was du heute beschrieben hast, ja auch geht immer in die Richtung, finde ich, dass da auch der Unternehmer aus dir spricht, also Entscheidungen abzuwägen, ja oder nein, Risiko abzuwägen, ja oder nein, große eigene Informationen erstmal zu holen und nicht zu warten darauf, dass man irgendwelche Aussagen bekommt. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, also mal zu überlegen, was kann man vielleicht aus so einer Phase lernen? Wirst du Dinge verändern, wo du sagst, das ist mir für in der Zukunft wichtig? Ich habe ganz unterschiedliche Aussagen schon zu dem Thema gehört, aber bei so einer großen Praxis haben wir vielleicht nochmal ganz andere Ideen. Woran denkst du, beziehungsweise was gibt's, was ihr mitnehmt an positiven Erfahrungen vielleicht auch? Also ich sag mal so, es sind erstmal so die Kleinigkeiten, dass man mit dem Thema etwas mehr Distanz vielleicht, zumindest in dem medizinischen Bereich, nicht unbedingt falsch liegt. Also das Problem ist ja immer, dass meistens etwas passiert, wenn man so gar nicht drüber nachdenkt und wenn man gar nicht weiß, dass irgendwo eine Gefahr lauert. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und über mögliche Gefahren spricht und Vorsorgemaßnahmen trifft, dann ist so ein bisschen meine Erfahrung, dann passiert auch in der Regel meistens nichts. Ja, man ist dann gut vorbereitet. Jetzt in dem speziellen Fall, ja gut, wir werden natürlich einige Dinge beibehalten. Wie gesagt, die Plexiglaswände werden stehen bleiben. Da denke ich mir, das wird sicherlich so bleiben. Das ist eine reine Schutzvorkehrung. Macht am Ende jetzt auch, wenn sie ein bisschen schicker aussehen, glaube ich, auch einen guten professionellen Eindruck beim Patienten. Lagerkapazitäten oder so, Vorbereitung auf solche neuen Engpässe, das ist natürlich schwierig, auch für ein Unternehmen wie uns, weil die am letztendlich auf die Zulieferer ja angewiesen sind. Also wir haben diese Engpässe, diese Nadelöhre, alle mitgemacht, ja. Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel. Oh Gott, ja. Wir haben 50 Liter bestellt und unser Lieferant hat gesagt, ja, wir werden euch beliefern und wir bekamen dann 2 oder 3. So, dann kam das Problem Anästhesie, Beatmungsfilter. Ja, wir haben, weiß ich nicht, 500 Beatmungsfilter bestellt und es kam ein Karton mit 50. So, und dann geht das bei uns natürlich sehr schnell, wenn man dann merkt, das könnte jetzt tatsächlich dazu führen, dass wir nicht weiterarbeiten können. Und das war tatsächlich auch bei uns intern schwierig, da das die Logistik und das Beschaffungsmanagement aufzustellen oder beizubehalten. Ich weiß jetzt nicht, also man kann sich jetzt nur wirklich schwer für die Zukunft größere Lagerbestände
anlegen. Also Lager ist ja immer auch ungenutzter Raum, teuer, Vorhaltekosten. Ich glaube, das muss von höherer Stelle geregelt werden, dass wir im medizinischen Bereich bei solchen Katastrophen, wenn man es so nennen darf, tatsächlich in der Summe besser vorbereitet sind. Gibt es aus deiner Sicht so in Richtung Digitalisierung etwas, wo du sagen würdest, das hat uns geholfen, weil wir es gemacht haben, oder das würde uns in der Zukunft helfen? Ja, hat uns geholfen, leider nicht. Das hatten wir ja auch beim letzten Podcast schon mal, dass wir da natürlich immer noch sehr arg im Hintertreffen sind, was Digitalisierung in der Praxis angeht. Also auch eins meiner Lieblingsthemen ist natürlich auch Digitalisierung. Es geht leider so ein bisschen schleppend weiter. Also diese Corona-App geht ja so ein bisschen hin und her. Das wäre sicherlich was Gutes gewesen, um vielleicht solche Situationen besser zu erkennen oder grundsätzlich vielleicht Erkrankungen, Häufigkeiten, Auftreten, Ausbreitungswege besser verfolgen zu können und daraus im Grunde genommen auch schneller reagieren zu können. Also ich muss es ein bisschen verallgemeinern. Ich bin nach wie vor großer Freund davon und sehr davon überzeugt, dass wir die medizinischen Daten, die wir grundsätzlich vom Patienten haben, also aus dem Praxisverwaltungssystem oder den Krankenhausinformationssystemen, für ein besseres Gesundheitswesen extrem gut nutzen können. Wir kriegen es wieder mal nicht hin, siehe Corona-App, dass wir das auch wirklich mal pragmatisch umsetzen und mal in die Handhabung bringen. Solche Dinge wären, glaube ich, sehr hilfreich gewesen. Jetzt ganz aktuell ist es für uns schwierig, da in der Digitalisierung den Schritt zu finden, der uns da geholfen hätte. Aber das wäre sicherlich ein Punkt gewesen. Ne? Das macht sehr viel Sinn. Ja, ich glaube, das geht uns allen so, dass wir jetzt sehen, dass es, wenn wir vielleicht vorher einen Schritt weiter gewesen wären, insgesamt, also jetzt nicht, was deine Praxis angeht, sondern insgesamt, dass uns das in vielerlei Hinsicht geholfen hätte. Und man sieht, glaube ich, jetzt gerade an dieser Chance, die auch die Regierung hatte, ohne Kritik, weil ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema gewesen. Machen wir es jetzt? Wie schnell machen wir es? Wie sicher ist es? Da kannst du ja eigentlich nur einen Fehler machen. Trotzdem, glaube ich, war das eine Riesenchance und die hoffe ich, dass wir die noch irgendwie wahrnehmen können, im Sinne von wir arbeiten weiter dran und gucken, dass wir da für die Zukunft eine Lösung finden. Carsten, ganz vielen Dank für die kurzen Ausführungen jetzt aktuell. Ich wünsche dir für die Praxis, für das Unternehmen alles Gute und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Super, Oliver, danke dir auch. Bis bald. Danke. Das zweite Interview, was ich geführt habe zum Thema Erfahrungsbericht aus der Corona-Zeit, ist mit Dr. Igor Nemeth. Igor Nemeth hat eine Hausarztpraxis in Dortmund mit seiner Frau, eine sehr scheinzahlstarke Hausarztpraxis, und er bringt noch einmal eine ganz andere Perspektive in dieses Interview. Auch da wieder gute Erkenntnisse und viel Spaß. Igor, schön, dass ich dich heute zum Thema Corona-Update hier Praxis befragen darf. Wir wollen ja so ein bisschen einen Ausblick machen. Was war in der Vergangenheit? Wie habt ihr es erlebt, dieses Lockdown-Thema, so Mitte, Anfang März? Wie ist dir in der Praxis ergangen? Gib doch einfach mal einen Statusbericht. Ja, hallo Olli. Erstmal fühle ich mich so ein bisschen wie Professor Drosten hier mit dem Podcast. Ja, gut. Genau. ich habe das so erlebt, also ich sag mal so drei verschiedene Phasen. Also die erste Phase, das waren die ersten zwei Wochen. Das fand ich als anstrengend, weil das war die Phase, wo wir nicht wirklich wussten, wie wir überhaupt jetzt in der Praxis arbeiten können. Das war auch die Zeit, wo wir auch keine Ausrüstung hatten, keine Schutzkittel, keine Masken. Wir wussten nicht, dürfen wir Patienten überhaupt untersuchen, wie läuft das überhaupt, wie wird das Virus übertragen. Und da war das wirklich so, dass ich morgens als erstes sofort über Corona gelesen habe und tatsächlich mit dem Podcast von Professor Drosten eingeschlafen bin. Und das fand ich dann in den ersten zwei Wochen ein bisschen anstrengend, weil dieses sich das zu erarbeiten, das war halt eben das Anstrengende. Sachen bestellen, gucken, wo kriegen wir die Sachen überhaupt her, kein Desinfektionsmittel bekommen, überall solche Dinge halt. Mhm. Ne? Und nachdem das dann so alles so angelaufen ist, wo ich auch wirklich meinem Team unendlich dankbar bin, weil das haben wir wirklich als Team geregelt, nicht ich alleine. Und wir haben das wirklich als Team uns erarbeitet, wie wir weiterarbeiten können. Das hat uns ja auch keiner gesagt. Also diese ganzen Leitlinien, die kamen dann immer später. Also im Prinzip klingt jetzt ein bisschen vielleicht blöd, aber
wir waren immer so 1-2 Tage im Voraus mit unseren Maßnahmen, die wir da ergriffen haben. Und ja, hauptsächlich habe ich mich so an die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin gehalten, was so die, den Ablauf in der Praxis angeht. Ja, und da hast danach, du auch oder habt ihr dementsprechend Unterstützung also auch bekommen von außerhalb, die da gesagt haben, macht das so oder so, aber ihr seid dem auch immer ein bisschen vorausgeeilt, weil du eben sagst, ihr habt im Team gut funktioniert, richtig? Definitiv. Wirklich Unterstützung, also wir haben uns mehr oder weniger selbst geholfen. Also ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass es da irgendjemanden gibt, der uns da sagt, so und so müsst ihr arbeiten oder so und so müsst ihr das machen. Da war viel auch gesunder Menschenverstand bei, also gar nicht mal so irgendwie medizinisches Know-how, sondern da war einfach viel gesunder Menschenverstand und ja, im Prinzip die Leitlinien, die da gekommen sind, die haben uns dann eigentlich in unserer Arbeitsweise eigentlich ja, bestärkt. Und als wir dann auch nach 2 Wochen, die dann halt eben schwierig waren, für uns alle natürlich, wir wurden ja alle überrumpelt, nicht nur wir Mediziner, ja im Prinzip alle. Und danach muss ich sagen, die 4 Wochen habe ich als angenehm empfunden danach, die Arbeit, weil wir eigentlich wirklich nur noch Patienten mit Termin angenommen haben. Es sind ja auch viel weniger Leute gekommen. Also ich sage, ganz viele Befindlichkeitsstörungen sind ferngeblieben aus der Praxis. Und also ich muss sagen, ich war noch nie in diesen 12 Jahren Niederlassung so abends wirklich noch Energie geladen, wie zu dieser Corona-Phase. Was sich aber auch in den Patientenzahlen natürlich widerspiegelt. Wirtschaftlich wird man das sehen. Natürlich fehlen da Patienten, klar, Scheine. Was das im Endeffekt macht, also ich habe ja gestern oder vorgestern ja auch in der Tageszeitung gelesen, irgendein Arzt aus Nordrhein, Hausarzt, sieht das ja ganz düster. Im Endeffekt weiß man das ja noch gar nicht, was das ist. Ne? Also weißt du besser als ich. Ja, das hängt ja immer hinterher mit den Restzahlungen, ne? Das sind jetzt alles Vorauszahlungen, die kommen werden. Was unterm Strich wirklich, wie viel weniger das sein wird, keine Ahnung. Lass mich da überraschen. Aber rein von der Arbeit her muss ich wirklich sagen, die 4 Wochen waren angenehm. Und ja, seit dieser Woche, die 3. Phase, jetzt leider fängt es an, wieder so Business as usual zu werden. Ne? Die Leute flippen so ein bisschen wieder aus. Was heißt das für dich jetzt aktuell? Das heißt, du hast mehr oder wieder einen hohen Praxisbetrieb. Also vielleicht kann man sagen, ihr habt eine Doppelpraxis, du machst das mit deiner Frau zusammen. Igor und Nadja waren die beiden Ersten, die vor knapp 2 Jahren, 1,5 Jahren hier mit mir das erste Interview, Stories of Success, also als Praxispaar hier im Podcast gewesen sind. Und ihr macht das zusammen, ihr seid gemeinsam in der Praxis, ihr habt eine sehr hohe Scheinzahl, ihr seid also auch mit vielen Patienten am Tag ja, gesegnet, wie auch immer. Und jetzt wird es wieder fast wie vorher? Genau. Also erstmal vorab, die Qualität ne, hat ja überhaupt nichts mit der Scheinzahl zu tun, das ist klar. Aber es wird ja oft so verglichen unter uns Kollegen, ne, mit den Scheinzahlen. Aber für mich jetzt einfach so, was mich angeht, was die Arbeitsweise angeht und auch vielleicht die Lebensqualität, die dahinter steckt. Also ich habe, wie gesagt, die 4 Wochen wirklich als angenehmes Arbeiten empfunden. Ja, was vielleicht auch daraus resultiert, dass natürlich viel weniger Leute auch angerufen haben. Wir haben natürlich auch viele Untersuchungen, wie jetzt Gesundheitsuntersuchungen, Chronikerprogramme, das haben wir jetzt natürlich alles so ein bisschen vernachlässigt. Aber ja, hätte ich mir das konservieren können, hätte ich das schön gefunden, aber ich merke so seit Montag, was wahrscheinlich auch mit den politischen Lockerungen zu tun hat. Und vielleicht liegt es auch daran psychologisch, dass die Leute sich jetzt in Sicherheit vielleicht auch ein bisschen wiegen. Ja, die Leute kommen jetzt wieder halt eben mit Befindlichkeitsstörungen. Seit Montag merke ich wieder, ne, alles ist wichtig und die wollen dazwischen genommen werden. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht durch diese Krise vielleicht auch was man ja so immer als Entschleunigung bezeichnet, dass vielleicht man wirklich so ein bisschen ja, gelassener wird. Ne? Da würde ich ganz gerne gleich nochmal drauf kommen, wenn wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn nochmal kurz in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart zurück. Du hast gerade schon gesagt, man kann ja wirtschaftlich noch gar nicht so richtig sehen, was das bedeutet. Du bist oder ihr seid in der Kassenarztpraxis, ihr habt einen Versorgungsauftrag und da läuft ja erstmal der Schutzschirm und ihr kriegt die Abschläge jetzt erstmal weitergezahlt, unabhängig von Patientenströmen und das ist ja auch bis Ende des Jahres erstmal so zugesichert.
Jetzt weiß man um Privatpatienten das eine oder andere, also wirtschaftlich gesehen, hast du oder habt ihr euch in der Praxis stabil halten können? Wie war es so mit dem Thema Kurzarbeit oder auch mit dem Thema Subventionen? Habt ihr irgendwelche Soforthilfen beantragt? Also wir haben keine Hilfen beantragt. Ich habe auch keine Kurzarbeit ausgesprochen. Letztendlich die ersten 2 Wochen waren ja sogar sehr, sehr anstrengend für uns, ne? Weil wir uns da ja auch von morgens bis abends mit dieser Thematik ja erstmal auch befasst haben, auch, auch mental. Ne? Das wie ja auch bei allen anderen Leuten ja auch wahrscheinlich, hat man sich ja mit der Thematik ja auseinandergesetzt, wir natürlich noch mehr, weil wir ja auch den Leuten ja auch irgendwie Auskunft geben mussten. Also ich war da auch immer optimistisch. Also ich also Kurzarbeit, ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber ja, irgendwie nach 2 Wochen lief es ja auch wieder an und ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da jetzt auch nie so pessimistische Gedanken gehabt, auch jetzt, was das wirtschaftlich angeht. Also ich weiß zum Beispiel aus einem Gespräch mit dem Apotheker unter mir, natürlich haben die Leute sich nochmal Ende März, und da war ja schon Corona, da haben wir unsere normalen Scheinzahlen, die wir im Durchschnitt in dem Quartal erreichen, haben wir mehr als erreicht. Ja. Und vielleicht resultiert auch so ein bisschen daraus vielleicht so eine gewisse Sicherheit. Und dann im April, die Leute waren alle unsicher, sind natürlich nicht in die Praxis gekommen. Aber ich wusste ja auch, früher oder später, die Rezepte werde ich ja als Hausarzt ja auch wieder ausstellen müssen. Also da sind ja ganz viele chronisch kranke Menschen. Und vielleicht hat mir das auch so eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich ja wusste, die Leute werden ja so oder so kommen müssen. Und mit dem Apotheker habe ich besprochen, die Leute haben sich eingedeckt mit den Medikamenten vor April, sodass sie ja bis Juni damit auskommen müssen. Sodass ich jetzt auch gedacht habe, wahrscheinlich jetzt im Juni, im kommenden Monat, werden wahrscheinlich die Zahlen wieder natürlich rumschnellen. Ist ja nun mal ein komisches System letztendlich, ne, mit den Scheinen. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du jetzt so überlegst, jetzt bist du in der unmittelbaren Primärversorgung, also in dem Thema, wo die Ärzte als erstes die hausärztliche Versorgung auch gewählt haben, hast du so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass du auch diesen Ansturm, also als Allgemeinmediziner den Ansturm auf Krankenhäuser hast, so ein bisschen mit abdämmen können, indem du die erste Diagnose gestellt hast oder die Patienten aufgeklärt hast in der wirklich schlimmen Phase. Also, denn das war ja immer die Befürchtung, dass wir viele überfüllte Krankenhäuser bekommen. Und auch die KV selber und auch der Vorsitzende hat ja mal gesagt, ja, gerade die hausärztliche Versorgung ist der Damm für die Krankenhäuser. Und wenn der brechen sollte und wenn die Hausarztpraxen jetzt nicht da gewesen wären, hätten die Krankenhäuser die Notaufnahmen vielleicht gar nicht halten können oder wären wirklich überfüllt gewesen. Hattest du auch den Eindruck, dass das vielleicht so ein bisschen auch eine Stärkung der ambulanten Versorgung darstellt? Vielleicht auf psychologischer Ebene. Also Telefonate unendlich geführt natürlich in der Zeit. Natürlich mit den Ängsten der Leute, natürlich da auch mussten wir umgehen. Das auf jeden Fall. Da bin ich mir mit der Rolle als Hausarzt natürlich bewusst, dass ich als Hausarzt natürlich für die Patienten, die zu mir kommen, natürlich der erste Ansprechpartner bin. Wenn es den Leuten richtig schlecht ergangen wäre, wäre der Sturm durch mich auch nicht aufgehalten. Oder hätte ich ihn nicht aufhalten können, natürlich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich kann jetzt nur für uns, unsere Region sprechen. Wir hatten jetzt zwischen 15 und 20 Covid-positive Patienten. Und darunter waren auch ältere Leute und auch schwerkranke Leute. Und ich kann da wirklich nur auf Holz klopfen. Tatsächlich, dass von unseren Patienten wirklich welche stationär aufgenommen werden mussten oder gar beatmet werden mussten, hatte ich nicht. Das muss ich dazu sagen. Und wo ich vielleicht eher so auf physischer Ebene vielleicht sagen kann, dass wir Hausärzte vielleicht die Krankenhäuser unterstützt haben, das waren die Abstriche in den Corona-Zentren. Also das waren ja, also die Kollegen, ich habe das ja gemacht, im Gesundheitsamt mit Nadja zusammen und dann auch im Corona-Zentrum Nord. Also das heißt, hast du zusätzlich zu deiner Praxistätigkeit gemacht? Genau, das haben wir zusätzlich gemacht. Ja, wir fühlten uns ja auch am Anfang irgendwie nur mit einer Telefonsprechstunde auch so ein bisschen, wir hatten beide das Gefühl, wir müssen was machen. Ne? Wir müssen helfen. Ne? Das ist wahrscheinlich in uns drin. Ne? Also sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht Hausärzte geworden. Und diese so,
Hilflosigkeit in den ersten Wochen, nichts wirklich Konkretes, Körperliches machen zu können. Ne? Mhm. Klar, da haben wir für die Leute da, Ansprechpartner, Telefonate, logisch. Aber wir hatten das Bedürfnis, auch wirklich irgendwie mehr machen zu müssen. Und deshalb die Corona-Abstriche. Und da muss ich sagen, dass man ja, also als ich die Abstriche gemacht habe, das waren immer Hausärzte, die das gemacht haben. Ja. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Ärzte nicht angesprochen wurden oder nicht angefragt wurden von der KV, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich einige gehabt, die das gemacht haben, die auch gesagt haben, ähnlich wie ihr jetzt, ich fühle mich da so ein bisschen in einer Verpflichtung auch zu. Nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Du hast gerade schon gesagt, du würdest dir wünschen, dass vielleicht auch von Patientenseite aus einiges sich geändert hätte. Hast du für dich vielleicht irgendwas, wo du sagen kannst, Mensch, da haben wir jetzt ein besonderes Learning oder da haben wir in der Praxis Abläufe gesehen, die vielleicht besser wären für die Zukunft oder wo du sagst, das wollen wir in der Zukunft tun, jetzt vielleicht aus der Krise bedingt? Also bei uns, ich habe ja das Gefühl, wenn bei uns die Tür aufgeht, dann stürmt man da hinein. Mhm. Ne? Und das ist ja manchmal so ein bisschen so ein Ansturm, ja, so ein bisschen so, was man ja auch so oft gehört hat, Hausarztarbeit ist so ein bisschen Hamsterarbeit, ne? Also so ein Hamsterrad. Ne? Mhm. Und das ist manchmal leider so. Und durch die Corona-Krise waren natürlich die Abläufe anders. Die Leute haben alle angerufen, die Leute sind vorsichtiger. Die müssen ja bei uns klingeln. Und wir lassen ja auch maximal zwei Leute in die Anmeldung, in die Zone der Anmeldung, sodass das ja auch alles jetzt geregelter abläuft. Und das ist etwas, wo ich auch gemerkt habe, die Leute haben ja auch selber ja auch Angst. Und aus dieser Angst entsteht ja auch diese Distanz durch die Leute. Und die kippt gerade, habe ich das Gefühl, seit dieser Woche. Ne? Die Leute, die, also wenn ich die Tür jetzt aufmachen würde, wenn wir da nicht wieder die Tür schließen würden und nur noch gezielt Leute reinlassen würden, dann würden uns wieder die Bude einrennen. Und das ist etwas, ja, ich bin ehrlich, also ich würde sowas gerne halt auch für immer irgendwie aus dieser Zeit mitnehmen, dass man da halt geregelter arbeitet. Mhm. Aber das ist ja vielleicht was, ja, genau, wo ihr vielleicht für euch eine Organisationsstruktur vielleicht auch entwickeln könnt, um da Dinge anders zu machen. Ne? Aber auf der anderen Seite finde ich sehr interessant, ich habe jetzt der erste Gedanke war, gerade haben die Patienten daraus nichts gelernt. Also das war einfach ein Gedanke, den ich jetzt auch mal teilen will, zu sagen, also ist jetzt plötzlich alles wieder anders, nur weil ich jetzt wieder raus darf, weil ich eine Maske tragen muss und ist damit wieder alles gut. Du hast vorhin ja auch gesagt, plötzlich sind wieder Dinge wichtig, die vor 4 Wochen nicht mehr so wichtig gewesen sind. Sehr interessant. Also mit Sicherheit. Also ich sage jetzt mal, die letzten 3 Tage, da habe ich Leute gesehen mit Befindlichkeitsstörungen, die wären mit Sicherheit nicht in den ersten Wochen, als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wären die mit Sicherheit nicht zu uns gekommen. Mhm. Und naja, nun gut, vielleicht ist das auch so, der Nachteil der Gesellschaft, wenn es ihr zu gut geht. Ne? Das, mhm. ist, das ist. Und vielleicht geht es uns jetzt wieder auch zu gut. Ne? Vielleicht, es gibt ja so eine Gewöhnungsphase, wie im Krieg ja auch. Nach 4 Wochen registriert man das dann auch alles nicht mehr so, ne? Mhm. Weil es ja schon zur Gewohnheit wird. Vielleicht ist diese Corona-Gefahr zur Gewohnheit geworden und die Leute fühlen sich jetzt dadurch auch rettlicher. Ne? Mhm. Also ich war jetzt noch nicht in der Stadt, aber ich habe heute gehört, dass die Stadt wieder so voll sein soll wie vor der Corona-Krise. Das ist ein schöner Gedankenanstoß, glaube ich, für uns alle. Igor, vielen Dank für das kurze Statement, für den Einblick in eure Praxis. Das finde ich echt wertvoll, weil ich glaube, da können viele, wie gesagt, die Anfragen sind ja an uns herangetragen worden, gesagt, da könnt ihr dann nicht immer irgendwie, wer kann mal berichten, wie es tatsächlich gewesen ist. Also ganz lieben Dank, viel Grüße an Nadja und ja, alles Gute für euch in der Praxis. Gerne, Olli, hat mir Spaß gemacht und vielleicht kann ich ja berichten, dann, wenn die wirtschaftlichen Zahlen sind, vielleicht bin ich ja dann doch noch traurig. Machen wir ein zweites Update, alles klar. Danke dir, Igor, bis dann. Olli, ciao. Mach gut, ciao.